So, wir kommen zum letzten Künstler. Seid ihr bereit? Dann begrüßt mit mir Vincent Pfefflin. Nightwash. Vielen Dank. Ich frag mich manchmal, ob Bäume das so gut finden, wenn Hippies die umarmen. Oder ob die Hippies so in den Wald gehen und die Bäume sind so, oh nee. Nicht schon wieder. Ich bin mit der Bahn, Deutschen Bahn, hierher gekommen. Und es gibt immer diese Ansage. Im Waggon, da, befindet sich das Bordrestaurant. Ihr Bistro-Team freut sich auf Sie. Hat es jemand schon mal erlebt? Dass die sich freuen. Und dann war ich so am Bahnhof und da gab es eine Fotoausstellung von so südamerikanischen Indianern beim Essen. Und dann dachte ich mir, haben die in ihrem Dorf vielleicht auch so Fotos von uns beim Essen? Lauter Indianer stehen vor so einem Bild, wo drunter steht, Hans isst eine Wurst. Und was gab es noch am Bahnhof? Die haben die Toiletten renoviert. Kacken kostet jetzt 1 Euro. Pinkeln auch 1 Euro. Kacken und pinkeln auch 1 Euro. Da kriegt man wirklich am meisten für sein Geld. Fast wie eine Flatrate. Gibt es Deutsche hier heute? Kennt ihr das, was man deutsche Kartoffeln nennt? So Türken und so. So, ey, guck mal, die Kartoffeln. Kennt ihr? Ich finde, das passt, weil Deutsche teilen echt viele Eigenschaften mit Kartoffeln. Oder? Zum Beispiel Deutsche sind pünktlich. Kartoffeln auch. Oder habt ihr schon mal auf eine Kartoffel gewartet? Was sind Deutsche noch, was Kartoffeln sein können? Keine Ahnung. Vielleicht. Leicht braun. Ist was? Ja. Ist was für die ältere Generation. Ja, so Kulturen sind alles unterschiedlich, wa? Ist so. Und ich verstehe es. Weißt du, was ich meine? Aber ich kann es nicht nachempfinden. Zum Beispiel mein Mitbewohner, der ist französisch und der ist halt so typisch französisch, weißt du, der rülpst die ganze Zeit, aber so laut, weißt du, und so voller Stolz, so französisch halt, so
Bläh. Oder ich war in Norwegen und die waren voll geil auf Schießen. Auf Waffenschießen. Wir waren da in so einer Hütte am See und waren beim Frühstücken und dann sagt einer, ey, lass uns schießen. Und die anderen so, yeah, schießen, schießen. So, dann denkt, schießen. Und ich so, schießen. Und dann sind wir so raus. Und da war so ein See und so ein Hügel und die tun mir so eine Schrotflinte geben und die so, okay, schießen, schießen. Und ich so, was soll ich denn schießen? Und die so, ja, auf den See. Weißt du, und ich war ein bisschen nervös, ich habe noch nie geschossen. Und die ganze Zeit, schießen, schießen. So große Norweger, weißt du. Ich sah dagegen aus wie so ein Schlumpf. Und der eine hatte irgendwie eine Kettensäge. Keine Ahnung warum. Vielleicht wollte er danach den See zersägen. Also habe ich geschossen und es war echt brutal, weißt du, dieser Knall. Ich habe echt fast meinen Gesichtsausdruck verändert. Aber ich habe den See getroffen. Nicht schlecht für den Anfang. Und noch kein See hat sich mit mir angelegt. Okay. Ich war letztens im Fernsehen. Das Geile an Fernsehen ist, die kümmern sich um dich die ganze Zeit, weißt du? Du wirst abgeholt, kriegst immer was zu essen. Ist fast so geil, wie Eltern haben. Aber die holen dich wirklich überall ab, ja? Auch wenn du so 10 Meter weit gehen musst, gibt es einen Typ, der dich von da abholt und dann darüber bringt. Und ich war bei, ich will jetzt nicht so Name-Dropping machen oder so, aber ich will nur die Situation erklären. Ich war bei TV Total und ich war halt voll nervös, das war mein erstes Mal da und so und ich war kurz vor dem Auftritt und ich bin so nervös geworden und ich bin so zum Typ gegangen und so, ey, kann ich bitte nochmal schnell auf die Toilette, weißt du, und es war so ein paar Minuten vom Auftritt und der so, okay, aber wirklich, du hast nur eine Minute und ich so, okay, und dann bin ich so losgerannt. Und dann ist er mir hinterhergerannt. Und dann stand er direkt vor der Toilette und hat so auf mich gewartet. Und das Problem war, ich musste gar nicht aufs Klo, ich musste nur richtig krass pupsen. Und ich weiß es nicht, was es ist, aber ich kann nicht vor fremden Leuten pupsen. Und ich wusste auch nicht, was rauskommt. Ich wollte ja keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Also musste ich so tun, weißt du, als würde ich so aufs Klo gehen, so Geräusche, so schsch und so. Und die ganze Zeit musste ich den Pups halten. Und dann bin ich so raus, weißt du, und der so, oh, das war ja schnell. Und ich so, und ja, und dann bin ich auf die Bühne und habe meine Comedy gemacht und habe die ganze Zeit den Pups gehalten. Ehrlich gesagt, halte ich ihn immer noch. Ah, da war ein Ansatz fürs Klatschen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vincent Pfefflin. Vincent Pfefflin, meine Damen und Herren.